Herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir machen uns jetzt mal hier auf dem Weg zum Berg. Wir haben jetzt Bomben und können das hier freispringen. Rubin bringt mir so viel. Mist, jetzt habe ich es falsch eingeschätzt. Warum höre ich hier an der an den Dingen? Gut, ist sie hier im Loch? Na Logo, ist sie hier. Achtung. Muss man nicht verstehen, warum hier eine Kuh ist. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Schild wirklich brauchen, um den Berg hier zu erklimmen. Aber so weit sieht es ja nicht. Leck mich am Arsch. WTF. Hatte ich aber nicht so in Erinnerung. Das hätte man bestimmt auch ohne Schild geschafft. Eine Dekonus, die kriege ich jetzt erst. Ist da noch irgendwo eine Spinne? Da drüben. Und da ist eine Eule. Du hast dich bisher gut geschlagen, Wotölpi. Dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges wider. Sind sie weiß, herrscht Friede. Dein Aufstieg zum Gipfel heißt, hat mir bewiesen, wie tapfer du bist. Diese Tapferkeit soll nun erneut überprüft werden. Eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Such sie auf und sie wird dich belohnen. Ich werde hier auf dich warten. Willst du zurück vom Fußes, so werde ich dir helfen. Geh nun. Feenquelle, okay.
das, 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 das. Hallo mein süßer Voto-LP, ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um deinen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du dich einmal im Kreis und drückst B, dann kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit aufführen. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleistung. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Schöne Fähigkeit. Du siehst erwachsener aus, seitdem du diese Fee besucht hast. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Ritter Hyrules. Hierfür fehlt noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Da kann da einem schwindlig werden, wie die Eule fliegt. Wo hat die mich jetzt abgelassen? Ah, hier auf so einem Dach. Konnte man nicht hier irgendwie reingehen? Doch, hier. Ein Herzteil. Hast du viel gesammelt, wie die Energieleistung einen Herzcontainer erhöht. Dann machen wir uns mal auf zu der guten Fee und zur Prinzessin Zelda. Thank you.
Dann können wir auch gerade die Chance nutzen und dem Händler hier sein Geld bringen. Du hast dir verkauft, fantastisch. Dann zahlen wir nun meine 10 Rubin für die Fußmaske. Bezahlung erhalten. Schädelmaske, Preis 20. Eingehörnte Todelschädelmaske. Nö. Machen wir irgendwas anderes mal. Das war's dann mit der heutigen Episode von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sehen uns dann im nächsten Part, der spannend wird, da wir wieder zur Prinzessin gehen. Wiedersehen.